So, hallo zurück zum zweiten Teil der Besprechung des 14. Übungsblatts zur höheren Mathematik. Und wir haben gerade den Cut gemacht und bei Aufgabe 2a waren wir gerade fertig geworden und da wollte ich noch ganz kurz was zu sagen, weil hier nämlich wahrscheinlich nicht ganz klar geworden ist, woher kommt diese Form eigentlich. Und das ist relativ simpel gesagt, wenn ich an nämlich zusammenfasse, also das x minus diesen Bruch schon im Prinzip gleichnamig mache, auf einem Bruchstrich schreibe, dann kriege ich raus, an ist gleich x durch 1 plus x hoch 2n. Und wenn ich da jetzt mit x hoch minus 2n erweitere, dann lande ich genau bei der Form hier. Das vergessen wir mal ganz schnell, dass das da stand. Das ist nämlich irgendwie doof. Auf jeden Fall, das ist im Prinzip die Begründung, warum das hier so funktioniert und warum das so aussieht. Der Rest war richtig, nur warum diese Form hier steht, das ist wahrscheinlich nicht ganz so klar, wenn man das so das erste Mal auf Anhieb sieht. Gut, wir machen weiter mit Aufgabenteil B von Aufgabe 2. Also A2, B. Ja, und da haben wir jetzt das erste Mal so eine Reihe gegeben. Und zwar haben wir die Reihe gegeben, die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 1 minus x hoch k. Und die Frage ist, für welche x diese Reihe konvergent ist. Also für welche x konvergent. Wichtig, x aus R. Und für diese x dann auch den Wert der Reihe auszurechnen. Und das wichtigste Hilfsmittel dabei wird jetzt gleich sein, wieder die geometrische Reihe, die auch schon im ersten Teil ein bisschen angeklungen ist. Und zwar folgendermaßen. Wir setzen uns das 1 minus x hier als q. Denn wenn wir das machen, dann können wir diese gesamte Reihe schreiben als Summe von k gleich 1 bis unendlich über q hoch k. Und das ist dann nichts anderes als eine Abwandlung der geometrischen Reihe. Und die konvergiert ja genau für Betrag q kleiner als 1. So, und mit q gleich 1 minus x kriegen wir daraus die Ungleichung 1 minus x kleiner als 1. Naja, und das ist, wenn man das nach Vorlesung betrachtet, im Prinzip nichts anderes als x ist Element des Intervalls 0 bis 2. Die Grenzen gehören explizit nicht dazu, weil wir ja kleiner haben. Also solche Ungleichungen muss man auch nicht groß mit einer Fallunterscheidung rechnerisch erschlagen, sondern das ist ja eigentlich etwas, was sehr, sehr gut grafisch folgt, was auch explizit so angesprochen wurde in der Vorlesung. Wir sind hier bei x gleich 1, das ist quasi das, der Punkt, wo der Betrag reinschlägt und wir wissen, okay, das zeichnet Abstände auf der Zahlengerade und diese Abstände sollen kleiner als 1 sein. Das heißt, ich kann mich hier in diese Richtung maximal 1 bewegen, aber nicht ganz 1 und ich kann mich in die andere Richtung maximal 1 bewegen, aber eben auch nicht ganz 1. Das heißt, auf die Art und Weise kriege ich hier diese Lösungsmenge zustande. Das heißt, für diese x aus R ist es konvergent. Der Wert an der Stelle, der ist dann folgendermaßen. Wenn ich weiß, okay, diese geometrische Reihe konvergiert, dann weiß ich, das konvergiert gegen 1 durch 1 minus q. Ja, und das kann ich im Prinzip an dieser Stelle ausnutzen. Das heißt, Summe von k gleich 1 bis unendlich über q hoch k. Jetzt muss ich mir das allerdings erstmal in die Form schubsen, die die geometrische Reihe auch vorsieht, nämlich dass wir bei k gleich 0 anfangen. Also schmeißen wir im Prinzip noch einen zusätzlichen Summanden ins Rennen, nämlich den nullten Summanden. So, der nullte Summand ist aber gerade q hoch 0. Ja, das schreibe ich lieber gleich woanders dran. So, und q hoch 0 ist unabhängig davon, was das q ist, 1. Und den müssen wir wieder abziehen. Also das hier ist q hoch 0. Das ist der nullte Summand, den wir hier dazu tun. Den müssen wir dann sofort wieder abziehen, damit hier wirklich die Gleichheit bleibt. So, und jetzt können wir hier drauf eben unseren Grenzwert anwenden. Das heißt, das ist 1 durch 1 minus 1 minus x. Also das hier ist dann das q. Und jetzt aber noch minus 1. Also kriegen wir raus
1 durch x minus 1. Ja, und das ist dann der Wert der Reihe. Also zusammenfasst, für diese x aus R konvergent. Und das hier ist der Wert. Gut, jetzt müssen wir mal eben kurz gucken, wie kriegen wir denn jetzt OneNote dazu, hier auch zu scrollen. So, aber. Ja, und das ist es im Prinzip auch schon bei der Aufgabe. Also hier ging es wirklich darum, mal die geometrische Reihe anzutesten und mal zu gucken, was mit der so passiert, wenn man die konsequent anwendet. Der einzige wirkliche Gefahrenstelle bei dieser Aufgabe war hier halt, dass das Ding bei 1 anfängt und nicht bei 0, da wo sie starten soll. Wenn man die geometrische Reihe so anwenden möchte, wie man sie gewohnt ist. Ja, das wäre es im Prinzip auch schon zu Aufgabe 2, denn mehr war da ja nicht drin. Und wir kommen zu Aufgabe 3, wo es jetzt um zwei Reihen ging. Einmal um eine Reihe, die man nur auf Konvergenz untersuchen soll, wo allerdings so die gängigen Rechenkriterien nicht ganz so weiterhelfen. Zu den gängigen Rechenkriterien kommen wir dann auch noch im nächsten Teil, beziehungsweise in der nächsten Aufgabe. Und dann sollte man einmal den Summenwert einer Reihe bestimmen, was im Allgemeinen eine ziemlich schwierige Aufgabe ist und auch hier nicht einfach so vom Himmel fällt, weil da muss man schon ein gewisses Maß an Erfahrung mit reinbringen, um da den Trick in Anführungsstrichen zu sehen. Der Rest ist dann allerdings Rechenarbeit, die man so machen kann, wie man es gewohnt ist. Wir fangen mit Aufgabe A an. Wir haben gegeben die Summe von k gleich 1 bis unendlich als Reihe. Und gegeben haben wir als das, was in der Reihe steht, 1 durch 2 hoch den natürlichen Logarithmus von n. So, und wir sollen uns jetzt überlegen, ob diese Reihe konvergiert. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten und die stelle ich jetzt im Folgenden beide vor. Alternative 1. Wir fangen mit dem 1 durch 2 hoch den natürlichen Logarithmus an. Und schätzen das jetzt ab. Wenn ich das hier ein bisschen größer mache, wird der Bruch insgesamt ja ein bisschen kleiner. So. Und es gibt jetzt eine sehr markante Zahl, die ein bisschen größer als 2 ist und die sich sehr gut mit dem ln verträgt, nämlich das e. Das heißt, ich schätze das ab gegen 1 durch e hoch den Logarithmus. Was habe ich gewonnen? Das hier unten kann ich vereinfachen. Das ist nämlich 1 durch n. Und wenn ich jetzt überall die Reihen davor schreibe, dann bleibt diese Monotonie, die dahinter steckt, netterweise erhalten. Also diese Ungleichungen, die bleiben erhalten. Und jetzt wissen wir, okay, das hier hinten, das Ding ist divergent. Das ist die harmonische Reihe. Und das heißt, aufgrund dieser Ungleichung hier, ist das ganze Ding hier eine divergente Minorante. So, eine divergente Minorante, dafür gibt es dann das Minorantenkriterium, heißt, ja gut, die Ausgangsreihe divergiert. Ne? Und genau das ist dann hier halt entsprechend die Antwort. Also Minorantenkriterium, Reihe, divergent. Also das ist die ein bisschen mit Abschätzung lebt. Das ist generell so ein bisschen schwieriger am Anfang, weil man noch nicht so genau weiß, wohin will ich es abschätzen und welche Abschätzungen bieten sich generell an. Aber wenn man so ein bisschen in diesen Reihendenken drin ist, dann kriegt man diese Abschätzung relativ gut hin. Hier ist es halt getrieben durch die Motivation. Ja, okay, was verträgt sich denn gut mit dem ln und erhält mir gleichzeitig hier so eine Abschätzung, die ich für eines der Kriterien benutzen kann. Die zweite Alternative erfordert ein bisschen mehr Vorarbeit. Und zwar benutzt die nämlich den Hinweis, der angegeben ist. Wir fangen an mit der allgemeineren Gleichung a hoch den ln von b gleich b hoch den ln von a. Und gucken mal, was sich daraus folgern lässt. Jetzt können wir ja erstmal auf beiden Seiten den Logarithmus anwenden. Das heißt, wir schreiben uns das um hierzu. So weit, so wenig überraschend, wenn man quasi so überlegt, wie man das hier umformen kann. Jetzt können wir Logarithmusgesetze anwenden. Nämlich, wir haben hier einen Exponenten im Logarithmus, der kann nach vorne. Ja, und hier auch genauso. Und dann landen wir bei ln von b mal ln von a. Oh, das ist ein sehr missglücktes L. Ist gleich ln von a mal ln von b.
Und damit folgt natürlich sofort die Gleichung, also die Gleichheit dieser beiden Terme. Was kann ich daraus jetzt folgern? Naja, ich kann jetzt hingehen und mir diese Summe, die ich gegeben habe, eben ein bisschen anders schreiben. Habe ich jetzt eigentlich hier oben die Indizes verschwunden? Ja, habe ich. Wenn ich hier k schreibe, sollte ich hier möglichst auch k schreiben. Das gleiche hier. Welchen Buchstaben man da nimmt, ist letzten Endes völlig egal. Er sollte halt nur konsistent sein. Fällt mir jetzt gerade ein bisschen auf. Ich bleibe jetzt aber einfach mal bei dem k. Das war ein äußerst hässliches Summenzeichen. So, was kriege ich dann also raus? Nein, ich möchte schon zeichnen. Ja, so. Also die Summe von k gleich 1 bis unendlich über 1 durch 2 hoch den ln von k ist dann nichts anderes als 1 durch, also die Summe, k gleich 1 bis unendlich. Und jetzt kommt der Trick, das ist nichts anderes als 1 durch n, k, Entschuldigung, hoch den Logarithmus von 2. Ne, das ist genau diese Gleichung hier oben angewendet mit a gleich 2 und b gleich k. So, jetzt ist log 2 aber netterweise größer als 1. Entschuldigung, kleiner als 1. Wenn es größer als 1 wäre, hätten wir ja Konvergenz. Also das ist, glaube ich, ungefähr 0,6 oder so um den Dreh. Also, jetzt mische ich es wieder, das sollte ln sein. Also auch das ist eigentlich egal, aber man sollte es konsistent nehmen. Also folgt die Divergenz dieser Reihe über die Vergleichsreihen, weil wir haben gesagt, okay, die Summe 1, k gleich 1 bis unendlich über 1 durch k hoch Alpha ist divergent für Alpha kleiner 1. Beziehungsweise kleiner gleich 1, wenn man so möchte. Und für Alpha größer gleich 0. Und das heißt, die Reihe divergiert. Da ln2 kleiner ist als 1. Also hier schreibe ich mal in Klammern rein, diese Vergleichsreihen, die man da hat. Gemeint k gleich 1 bis unendlich 1 durch k hoch Alpha. Und die wichtigste Vergleichsreihe ist halt im Prinzip dieses k hoch 1, also die harmonische Reihe, weil das ist genau der Punkt, wo es quasi umschlägt von der Konvergenz in die Divergenz bzw. umgekehrt, je nachdem, was man sich gerade anguckt. Also in jedem Fall kommt darauf raus, dass es divergent ist, diese Reihe. Gut. So, bei B haben wir jetzt folgende Sache gegeben. Wir haben die Reihe k gleich 1 bis unendlich über 1 durch 4k Quadrat minus 1, was das gleiche ist wie die Summe von n gleich 1 bis unendlich 1 durch 4n Quadrat minus 1. Also es ist egal, welchen Buchstaben ich da einsetze, solange es konsistent ist. Da ich mich aber jetzt gleich in der Lösung mit Sicherheit verhaken würde, wenn ich jetzt hier das k nehme, switchen wir hier doch mal wieder auf das n um. So, und gesucht ist tatsächlich mal der Reihenwert oder der Summenwert dieser Reihe. Und das ist tatsächlich ein nicht ganz so triviales Problem, weil da muss man eigentlich im Allgemeinen recht viel Glück haben, um so eine Reihe effizient bestimmen zu können, den Summenwert. Wir tasten uns da jetzt mal nach und nach ran. Wir fangen an mit der Reihe, wie sie in der Definition steht. Also die Summe von n gleich 1 bis unendlich über 1 durch 4n Quadrat minus 1. So, und jetzt kann man sich überlegen, das, was hier unten drin steht, das ist ja wieder die dritte binomische Formel. Das ist nämlich einfach 2n minus 1 mal 2n plus 1. So, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit, diesen Bruch aufzuspalten in Teilbrüche, das ist ein n, die halt als Nenner genau diese Faktoren haben. Das heißt, wir kriegen raus irgendwas durch 2n minus 1
Ja, plus oder minus irgendwas durch 2n plus 1. So, und was jetzt hier oben reinkommt, das ist 1 halb und minus 1 halb. Und da liegt jetzt tatsächlich auch die ganze Krux an dieser Geschichte, weil diese Koeffizienten, die müssen halt irgendwie bestimmt werden. So, und das macht man folgender Art und Weise. Man führt im Prinzip einen Koeffizientenvergleich durch dieser beiden Teilterme. Also ich mache das mal als kleine Nebenrechnung, auch wenn das eigentlich die Hauptrechnung ist. Also wir wollen haben, dass 1 durch 2n minus 1 mal 2n plus 1 dargestellt werden kann als irgendein a durch 2n minus 1 plus irgendein b durch 2n plus 1. Das ist quasi das Ziel, was wir verfolgen. Und das multiplizieren wir jetzt einmal mit dem Hauptnenner durch. Also mal 2n minus 1 mal 2n plus 1. Dann kriegen wir 1 ist gleich a mal 2n plus 1 plus b mal 2n minus 1. So, das müssen wir jetzt nach n und nicht n sortieren. Das heißt, wir kriegen raus, wenn wir die Klammern auflösen, 2an plus a plus 2bn minus b. Und das ist gleich n mal 2a plus 2b plus a minus b. Und jetzt machen wir den Koeffizientenvergleich, also den eigentlichen Hauptteil der Rechnung. Wir gucken uns an, okay, hier steht kein n hinter. Das muss das gleiche sein wie auf dieser Seite das, wo kein n dran steht. Und wir gucken uns das hier als Vorfaktor an. Na, und hier steht ja implizit 0n plus, das heißt, das muss eine 0 sein. Das heißt, wir kriegen hier raus im Prinzip ein lineares Gleichungssystem. Und zwar kriegen wir das lineare Gleichungssystem a minus b gleich 1. Und wir kriegen als zweite Gleichung 2a plus 2b gleich 0. Und wenn wir das jetzt in Matrixform überführen, ups, dann landen wir bei diesem Gleichungssystem. Ja, und das können wir jetzt relativ effizient lösen. Nee, da unten machen wir eigentlich gar nichts mit. Und zwar nehmen wir die erste Gleichung einfach mal 2 und addieren die auf die untere drauf. Dann erhalten wir 1 minus 1, 1. Ja, 2 plus 2 ist 4, minus 2 plus 2 ist 0, ja, 1 plus 2 ist 2, ja, 1, 2 plus 0 ist 2. Also, Himmel, Himmel. Ja, und daraus kriegen wir dann sofort a gleich 1 halb und wenn man das hier einsetzt, b gleich minus 1 halb. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, ups, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit dem Programm. Das sind genau die Koeffizienten, die wir halt hier oben rausbekommen haben. Also das hier ist das a und das hier ist das b. So, und diese Methode, die wir hier gemacht haben, die kann man sich schon mal merken. Das ist nämlich nichts anderes als eine Partialbruchzerlegung. Und die wird noch eine prominente Rolle spielen, wenn wir in die Integration kommen. Das heißt, das ist wirklich so ein Standardverfahren, das man hinterher auch wirklich so beherrschen muss. Das ist also es ist nichts Tragisches, wie man sieht. Das ist ein Haufen Rechenarbeit, aber es ist ein Verfahren, das man eigentlich ganz gut berechnen kann. Und das ist wirklich hinterher sehr, sehr, sehr wichtig, wenn wir in die Integration kommen, dass wir dann halt da diese Verfahren sinnvoll haben. So, und damit rechnen wir jetzt weiter. Und zwar machen wir jetzt einen entscheidenden Schritt. Ich versuche das mal hier optisch schon anzudeuten, wo es dann weitergeht. Und zwar schreiben wir uns das jetzt als Grenzwert um. Wir ersetzen also quasi die obere Grenze. Nee, n gleich. Wir ersetzen also die obere Grenze durch ein m, also durch irgendeine Zahl, und lassen das m dann gegen unendlich laufen. Das kann man ohne weiteres machen. Und hier drin lassen wir dann im Prinzip diese Partialbruchzerlegung stehen, die halt übrig geblieben ist. So, und das hat jetzt folgenden Vorteil. Wir können uns jetzt relativ algebraisch an die Sache rannähern. Wir brauchen jetzt keinen wirklichen Trick mehr, sondern wir können relativ straightforward rechnen. Wir können hier dann ein halb ausklammern. Das steht ja überall drin. Das können wir einmal vorne hier vorziehen. Dann dürfen wir das vor die Summe ziehen und dann dürfen wir das sogar vor den Grenzwert ziehen. Also kommt jetzt ein halb mal irgendein Grenzwert raus. So, und jetzt kommt halt tatsächlich ein kleiner Trick und das muss man halt sehen, beziehungsweise das muss man eigentlich wissen. Und zwar manipulieren wir jetzt den unteren
Summationsindex so, dass hier eine 2 steht. Das heißt, wir ziehen den ersten Summanden raus und wir ziehen den letzten Summanden raus, beziehungsweise wir spalten an einer geeigneten Stelle auf. Was tun wir? Also ein halb nach vorne. Summe n gleich 2 bis m, einmal über diesen Summanden, minus Summe n gleich 2 bis m über den zweiten Summanden. Ne, da kommt kein Einhalb mehr hin. Entschuldigung. Das ist völliger Bullshit, weil das Einhalb haben wir ja gerade oben nach draußen gezogen. Wichtig an der Stelle ist, hier dreht sich tatsächlich das Plus 1 zu einem Minus 1 um, weil wir eben eine Indexverschiebung machen. Einen nach oben, das heißt, hier muss es einen nach unten gehen und dementsprechend kommen dann diese Dinger dabei raus. Also das Ziel ist es quasi, wir haben jetzt hier unten die gleiche Grenze. Und es steht sogar das gleiche drin, das heißt, wir können die gleich gut auseinanderschrauben, weil das ist nämlich genau 0. Das ist also das Ziel der Übung. Im Moment stimmt allerdings das Gleichheitszeichen noch nicht, weil wir haben hier ja einen Summanden weggelassen, der muss wieder drauf. Und den Summanden, den wir hier weggelassen haben, das ist gerade der erste Summand und der ist gerade 1, also müssen wir hier hinten noch eine plus 1 drauf addieren. Ja, und hier haben wir im Prinzip auch was weggelassen. Und das muss hinten auch wieder drauf. Und das ist jetzt in der Tat nicht mehr ganz so einfach zu sehen. Das ist nämlich minus 1 durch 2 mal m plus 1 minus 1. Ja, dass das nicht mehr so intuitiv ist, wie man das gerne hätte, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Da gibt es jetzt allerdings auch kein Standardrezept, das irgendwie schnell oder sehr, sehr, sehr einfach einzusehen. Was wir ja im Prinzip machen, ich versuche es nochmal folgendermaßen zu erklären. Wir haben hier einen n gleich 1. Diese Sache hier, die können wir normieren, indem wir einfach den unteren Summanden rausziehen. Das ist die 1. Hier müssen wir aber eine Indexverschiebung machen, um einen nach oben. Das heißt allerdings insbesondere auch, hier wird hinterher ein m plus 1 dran geschraubt. Das heißt, um diesen zusätzlichen Summanden wieder rauszukriegen, damit das hier wirklich wegfällt, müssen wir hier den m plus ersten Summanden rausziehen. Und das ist genau der m plus erste Summand für diesen Term hier. Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes als 1 durch 2n minus 1 mit m plus 1 eingesetzt. Und das hier ist nichts anderes als 1 durch 2n minus 1 die 1 eingesetzt. Das heißt, hier ist der erste Summand rausgeflogen, hier fliegt letzten Endes durch die Indexverschiebung der obere Summand raus und was übrig bleibt, ist dieser Bruch hier, plus die 1. Was haben wir gewonnen? Also das, wenn man es jetzt noch nicht auf Anhieb verstanden hat, wirklich einmal sich in Ruhe hinsetzen und das hier nochmal nachrechnen. Weil das muss man wirklich ein bisschen nachvollziehen, aber ich hoffe, dass das hier einigermaßen verständlich geworden ist. Was haben wir gewonnen? Wir können das jetzt schreiben als ein halb mal den Limes n gegen unendlich. Ja, hier haben wir jetzt eine 0 stehen, die fällt weg. Das heißt 1 minus 1 durch 2m, ja plus 2 minus 1, also plus 1. Und das hier geht gegen 1, weil das eine Nullfolge ist. Das heißt, das ist tatsächlich ein halb. Und das heißt, der Summenwert dieser Reihe, der ist schlichtweg gegeben durch ein halb. Und damit haben wir den Wert rausgerechnet. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die ist nicht wirklich einfach, die ist nicht intuitiv und die halte ich auch von der Aufgabenstellung her für nicht so arg klausurrelevant wie zum Beispiel Aufgabe 4 oder 5. Aber prinzipiell sollte man solche Rechnungen durchführen können. Auch wenn die halt wirklich schon sehr, sehr schwierig sind. Gerade diese Sachen hier vom Trick hereinzusehen, also das ist schon nicht die einfachste Aufgabe dieses Blattes. Gut, wir kommen irgendwie weniger schnell voran in den Videos, als ich das gedacht hätte. Deswegen machen wir an dieser Stelle nach Aufgabe 3 den nächsten Cut. Das sind wieder knapp 25 Minuten. Das ist, glaube ich, relativ handhabbar. Und dann geht es im nächsten Teil weiter mit der Aufgabe 4 und 5. Da geht es halt im Wesentlichen um Reihenkonvergenz mit ganz normalen Kriterien anwenden. Also das sind im Prinzip reine Rechenaufgaben. Und ich sage an dieser Stelle dann bis gleich und vielen Dank für die bisherige Aufmerksamkeit.